Ada. Kleine Soßen fahren. Ach, verkehrt rum. Deswegen sah die gerade so befremdlich aus. Das nehmen wir alles schön mit. Wir laden nochmal eben nach. Ich versuche jetzt echt nur noch schnell zu looten. Den Löscher auf jeden Fall noch. Ah, das ist die andere Seite. Oh. Grüße. Gewinnet Lizenznehmer und so weiter. Dead Red Coat Ale. Jeder versucht der Verwendung dieser Brauseproteine oder... Ja, ja, okay. Gut. Wir haben hier Bierrezepte. Ja, ja, schon klar. Und was haben wir da? Zurück. Sehr gut. Ja. Naja, immerhin. Etwas. Okay. Oh, komm schon. So. Dann müssen wir mal gucken, was im Keller noch ist vom Shamrock. Eine Lache. Ach, na großartig. Ja, nun warte mal eben. Kriegen wir gleich gegartes Maulwurfsrattenfleisch? Das wäre jetzt mal interessant zu wissen. Ja, du bist aber direkt im Weg, Süße. Nein, war es nicht. Gute Nacht, Ma'am. Okay, zu denen sagt sie auch Ma'am. Na, entzückend. Ich dachte, das wäre exklusiv für mich. Da ist nochmal der Schlüssel. Heißt das, dass man vielleicht auch von der anderen Seite hier reinkommen kann? Kronkorken. Patrick's Terminal, okay. Patrick Stewart? Willkommen. Eigentum des Schankhaus Shamrock. Benutzer Patrick Merriweather ist angemeldet. Aufzeichnung der Experimente. Notizen zum Bau des Saufkumpan. Des Saufkumpan? Dichtung. Verdammt. Das ist der dritte Satz Dichtung, der in dieser Woche geplatzt ist. Das ganze Scheißding ist wieder voll mit Maischewasser. Mit der ersten Charge läuft es immer wunderbar, aber wenn man alle paar Tage das Chassis öffnen muss, um die Dichtung auszutauschen, wird niemand sowas kaufen wollen. Ich frage mich, ob die Kulturen aufgrund der Blitzgärung mehr Hitze speichern. Das könnte die Ursache des Problems sein. Investor. Ich habe das Design überarbeitet und den Wärmetauscher versetzt, sodass die Spulen um den Abfüllungssiphon herum verlaufen. Damit scheint es zu funktionieren. Die Dichtungen schmelzen nicht mehr und das Bier wird beim Abfüllen gekühlt. Eiskalt, jedes Mal. Einer meiner Kunden hat mich außerdem auf einen möglichen Investor hingewiesen. Jack West, der Geschäftsführer des Hotel Rexford, hat anscheinend gerade was geerbt und könnte das Geld springen lassen, das ich brauche, um mit dem Saufkumpan in Produktion zu gehen. Er hat sich mit meinen Bedingungen einverstanden erklärt, wenn er einen Monat lang den Prototyp im Hotel laufen lassen darf, um für ein bisschen Presserummel zu sorgen. Rezepte. Mr. West ist auf ein kleines Problem gestoßen, da das Hotel laut Vertrag nur Gwynedd-Bier ausschenken darf und ich daher meine eigenen Rezepte nicht verwenden kann. Zum Glück kenne ich jemanden, der jemanden kennt, der die Verschlüsselung ihrer geschützten Brau-Holobänder geknackt hat. Diesen Code haben wir erst einmal in die Subroutinen integriert. Wenn Gwynedds Anwälte Wind von der Sache bekommen, wird es riskant, aber hoffentlich ist das nur eine Übergangslösung, bis wir die Produktion starten oder gemeinsam mit ihnen was auf die Beine stellen. Gesicht. West geht mir langsam echt auf die Nerven. Erst waren es die Rezepte, jetzt sieht der Saufkumpan angeblich zu unpersönlich aus. Unpersönlich? Was für ein großspuriger Penner. Ich habe ihm gesagt, dass wegen des Braubehälters kein Platz mehr für die Servos ist, die man zum Simulieren eines Gesichts braucht. Und dieser Idiot hat gefragt, ob ich nicht einfach Anzeigen als Ersatz für Augen verwenden kann.
Ich werde ihn einfach während der Vorstellungspause am Freitag ins Theater ausliefern. Damit muss er dann klarkommen. Auslieferung? Ihn zum Rex vorzubringen könnte schwierig werden. Das Chassis verträgt ganz schön was, aber die Beinservos dieser Protektron sind ziemlich langsam. Vielleicht sollte ich mir lieber einen LKW leihen. Ich verstecke das Bootpasswort hier im Keller, bis mit der Auslieferung alles klar ist. Cool. Okay. Das Bootpasswort. Oh, Fusionskern, na toll. Aber wir haben inzwischen ein paar dazu gefunden. Da geht's tatsächlich, wir kommen tatsächlich von der anderen Seite noch ran. Okay, bist du das? Drink up. Drinking Buddy. Tatsächlich, cool. Okay, den können wir mitnehmen oder was? Das Bootpasswort im Keller. Habe ich das schon gefunden? Na, wir testen es mal aus. Passwort erforderlich. Versuche übrig. Bla. Dweller. Mansions. Physical. Feathers. Red Suits. Darkness. Wondered. Facility Studying. Oh! Unbekannte Hardware entdeckt. Auf Chassis. Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass nicht autorisiert und so weiter. Protektron-Steuerung. Und jetzt sind sie da. Ja. Einmal aktivieren. Okay. Beginne Startsequenz. Unbekannte Hardware entdeckt. Buddy. BIOS entdeckt. Schreibe Betriebssubroutinen. Mikrobraugeräte betriebsbereit. Interner Abfüllmechanismus betriebsbereit. Ausgabemechanismus betriebsbereit. Suche Brau-Subroutinen. Holoband für Winnet-Pay-Pay. Entdeckt. Startsequenz abgeschlossen. Gebe Probe zur Abnahme durch den Techniker aus. Wie würden Sie die bereitgestellte Probe beschreiben? Was bist du? Ich trinke nicht. Was für eine Plörre. Kalt und erfrischend. Kalt und erfrischend. Weißt du, wie lange ich schon kein kaltes Bier mehr hatte? Sehr gut. Anscheinend sind meine Funktionen optimal kalibriert. Sollen wir mit der Auslieferung an das Hotel Rexford beginnen? Optional behalte den Saufkumpan für dich oder... Was bist du? Ich bin ein modifizierter Robco Protektron. Bezeichnung Saufkumpan. Meine Mikroanlagen ermöglichen internes Brauen, Abfüllen und Ausgeben von Bier mit hoher Geschwindigkeit. Ich bin außerdem darauf programmiert, zur Unterhaltung des Kunden eine Vielzahl von Witzen zu erzählen. Sollen wir mit der Auslieferung an das Hotel Rexford beginnen? Ich mag das immer, wenn Hotel Rexford beginnen. Oh Mann. Ich hasse es, wenn sowas optional dann kommt, weil das heißt, wir können uns entweder nur dafür oder dagegen entscheiden. Wir können nicht beide Quests, wir können ihn ja nicht ausliefern und ihn für uns behalten. Und das ärgert mich immer am meisten. Klar würde ich ihn gerne behalten, aber letztendlich ist das nur eine optionale Quest und das andere ist eher eine normale Quest. Hat er auch andere Biere auf Lager? Kannst du auch andere Biersorten brauen? Mit einem Holoband, auf Holoband. Dem sich das Rezept befindet. Sollte ich imstande sein, jedes alkoholische Getränk zu brauen, sollen wir mit der Auslieferung an das Hotel. Ich glaube, das würde mich jedes Mal fragen, wenn wir ihn benutzen würden. Also ich würde ihn natürlich gerne behalten, wobei wir nicht unbedingt das kalte Bier brauchen, aber... Wo ist das Hotel Rexford? Das Hotel Rexford befindet sich auf der State. State Street. In der Nähe des Old State House. Der Liefertermin wurde um 210 Jahre überschritten. Sollen wir mit der Auslieferung... Ach was, ja klar. Das ist natürlich schon so lange her. Dann frage ich mich gerade, ob wir das wirklich
tun müssten, aber das andere war ja eine reguläre Quest und ihn behalten ist optional. Also von daher kriegen wir noch ein Bier von ihm. Kann ich noch ein Bier haben? Die Brausubroutinen verbleiben bis zur Auslieferung an den Kunden im Standby. Sollen wir ja komm, dann liefere ich ihn aus. Das nervt. Da habe ich auch keine Lust. Klar. Ja, sicher. Beginne Transfer zum Hotel Rexford. Gut, abgeschlossen. Schick den Saufkumpan. Folge dem Saufkumpan zum Hotel Rexford. Ja. Warte. Ja, ja, machen wir, aber wir folgen ihm mal hier. Ich hoffe, dass das hier in der Nähe ist. Weil sonst, Hafenviertel? Ich kann das Hafenviertel gerade nicht benutzen. Hallo, Hafenviertel? Oh, guck mal, ich kann so fast da durch. Oh nein, ich kann da so durch. Guck mal an. Ich kann durch Wände gehen und durch Türen und Klappen. Ja, nee, wir laufen ihm jetzt einmal nach. Ich hoffe, wir kriegen ihn jetzt gleich noch. Es sei denn, es ist auf unserer Karte verzeichnet. Da müssen wir ihm nicht direkt folgen. Aber vielleicht müssen wir ihn ja auch beschützen. Er ist ja nun ein Bier-Buddy und kein Schieß-Buddy. Also von daher hat er auch so einen langen schwarzen Ladebildschirm, der Bier-Buddy. Wo ist er denn jetzt? Da ist er. Ja, Bierbuddy, wo geht's denn jetzt lang? Erzähl mal. Ich folge dir. Das wird lange dauern, befürchte ich. Oh, wow. Kann man ihn auch schneller machen, den Bierbuddy? So, will hier jemand Ärger machen? Ich überlege gerade, ob wir es eventuell abkürzen können. Wenn ich jetzt mal eben gucke, wie die Quest heißt. Daten, Aufgaben. Da braut sich was zusammen. Auf Karte anzeigen, bitte mal. Vielleicht können wir uns das sparen. Ja, wo ist es denn? Good Neighbor? Wo soll es denn hier sein? Wenn ich sage, zeig es mir auf der Karte an, warum zeigt es mir, er mir das nicht auf der Karte an? Auf Karte anzeigen. Weil das Optionale ist, oder was? Wie doof ist denn das? Ich habe keine Ahnung. Tja, und sonst so? Hauptsache er weiß, wo das Hotel Rexford ist. Er hat uns zwar die Adresse genannt, aber warum sollten wir das finden können, ne? Muss ich ihm jetzt die ganze Zeit hinterherlaufen? Gibt es irgendwie ein Radio, was wir in der Zeit hören können? Klassisches Familien, das machen wir auch noch. Was ist mit der Funknachricht? Hatten wir das schon gehört? Wir haben einen neuen Fall. Klingt dringend. Kannst du ins Büro kommen? Ich warte dort. Ich wiederhole. Hier spricht er von der Okay, das ist... Ja, das ist nur... Okay. Oh Gott, Jahre später. Ja, wo müssen wir denn jetzt hin, Bierbuddy? Erzählt. Sag an, wo musst du hin? Alter Schawitzki, das wird ja lustig. Legendärer leuchtender Mutantenhund. Na klar. Natürlich. Ach, ist doch nicht wahr. Geben Sie sich zu erkennen, Eindringling. Er ist mutiert. Feindliches Ziel identifiziert. Ach. Okay. Au! Supermutantenbiest. Na klar, na klar.
Die sehen immer aus wie die Viecher aus Ghostbusters. Ach, komm. Huch. Ada. Sagst du. Ada, lass mal den Bierbuddy da. Was ist das? Scharfe Lederrüstung. Oh Mann, ist Leder nicht an sich schon scharf? Alles klar. Oh, Charisma und Intelligenz. Kriegt man automatisch, wenn man Leder anzieht. Und Mutantenhundefleisch, alles klar. Ach, Bierbuddy. Nein. Geh mal schneller. Fusionszettel, sehr gut. Kerne wären mir allerdings lieber. Jetzt müssen wir durch Supermutantengebiet, kann das sein? Na, spitze. Blutkäferrüssel. Mm. Die Jungs wissen einfach zu leben. Stunden später. Oh, Buddy, kannst du nicht mal etwas schneller machen? Wenn ich jetzt wüsste, wo das ist, dann würde ich ihn alleine laufen lassen. Ich wette, der kommt garantiert ohne Hilfe durch. So langweilig. Ja, nicht mehr lange. Was wär da sein? Na, ich da sein! Oh, der kann doch schießen. Na, Ada, wenn er in der Ecke verschwunden ist, dann ist das Quatsch, auf ihn zu schießen, ganz ehrlich. Mann, mit der mache ich kaum Schaden, ne? Mit der Knarre. Hol den Vorschlaghammer. Sie haben uns. Huch, wie kommt sie immer zurückgelaufen? Ein Denkmal gebaut. Wir müssen sogar hier lang. Ach, guck mal an. Na dann. So, Buddy. Da geht's weiter, ja? Da geht's weiter. Na gut. Hol den Vorschlaghammer. Sie haben uns ein Denkmal gebaut. Und jeder Vollidiot weiß, dass wir Supermutanten sind. Und das ist so aufregend, die aufregende Quest, Buddy zu folgen. Was ist denn das hier? Das habe ich noch nicht entdeckt, oder? Was ist das? Okay, now leasing. What? Water Street Apartments? Oh Mann, ich will in die Water Street Apartments. Die sind auf der Karte auch, glaube ich, nicht verzeichnet. Ein Apartmenthaus. Verdammt, verdammt, warte, 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 warte. Stopp, 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 stopp. Karte. Scroll, scroll, scroll. Scroll, scroll. Warte. Kann ich hier einfach eine Markierung? Hallo? Markierung? Nein, ich will hier einfach. Na, das kann ich mir bestimmt nicht merken, dass es da ist. Ich will da eigentlich ganz gerne rein. Vielleicht sollte ich Buddy einfach alleine weiterlaufen lassen und der Rest ist dann scheißegal, mal ehrlich. Und dann zeigt er mir irgendwo an, wo das ist. Ja, ja, ja. Wäre vielleicht einfacher. Okay. Oh, der Mond. Cool sieht das aus. Ach, Buddy. Ach, Buddy. Ach, Buddy. Waren wir hier nicht schon mal? Oder sehen die alle einfach alle gleich aus? Oh, ich höre die Bruderschaft schon wieder. Fröhliches Abstürzen. Mit dem Mond davor. Ach. Komm, und gleich geht die Schießerei los. Richtig? Die schießen auf irgendwas, irgendwen. Und dann werden sie abstürzen. Weil sie einfach nicht fliegen können. Hier waren wir auch schon. Mann, der kann sich doch prima alleine verteidigen. Ich glaube echt, ich sollte zu den Apartments zurückkehren. Oder ich krieg, wenn ich Pech habe. Warte mal, komm. Wir speichern einmal richtig.
Wir speichern einmal richtig. Und dann gehe ich jetzt eben zurück zu den Apartments und gucke mir die Apartments an. Und dann hoffe ich, wird mir angezeigt, wo ich hin muss, um Buddy abzuliefern. Weil ich will die Apartments sehen. Die finde ich doch nicht wieder.